You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen, and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on the world. Well, that's not what I was told. Then maybe you need a new lesson. Repeat after me. Hakuna Matata. What? Hakuna Matata! It means no worries! Freunde, es ist ein neuer Tag und die Uhr, die zeigt immer das Gleiche an, denn die ist kaputt. Ich muss irgendwo nochmal eine neue Uhr kaufen, die so ein bisschen stiltechnisch hier reinpasst. Aber das ist schon wieder Kram, der interessiert euch überhaupt nicht. Was euch aber interessiert, ist das iPhone 10. Vor allem für viele von euch werde ich heute ein bisschen was hier drüber erzählen, über das iPhone X oder iPhone 10, iPhone 10. Ich muss ja aufpassen, was ich sage. Ich werde ja schon, habe ja schon Nachrichten bekommen, dass man nicht X sagen soll. Wir als Influencer, wir sagen halt X. Ja, auf jeden Fall über das iPhone 10. Ich habe das jetzt ein paar Tage in Gebrauch und komme ja vom iPhone 7 Plus. Das heißt vom letzten Topmodell. Und ja, mir sind ein paar Sachen aufgefallen, die ich durchaus sehr cool finde. Mir ist noch ein bisschen was aufgefallen, was ich nicht ganz so cool finde. Und ich würde sagen, machen wir doch einfach damit weiter, oder? Los geht's. Genau, und zwar geht's hier um dieses Gerät. Um das iPhone 10. Ich habe versprochen, ich werde ein bisschen was drüber erzählen. Und zwar, viele wissen ja, ich hatte vorher das iPhone 7 Plus, also den Vorgänger, Flaggschiff, Top-Variante der iPhone-Generation. Und bin jetzt gewechselt auf das iPhone 10. Jetzt ist es natürlich so, dass sich einige fragen, sag mal, macht das denn jetzt überhaupt einen großen Unterschied? Lohnt sich dieser Preis? Ja, das ist, alles spielt sich ja immer um diesen Preis. Dazu werde ich jetzt einfach ein bisschen was erzählen. Keine Tech-Review, die werde ich unten drunter verlinken von Felix Barth. Der hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, der macht das sehr, sehr gut. Und von daher, für alle, die irgendwie auf die technischen Fakten und so weiter wissen wollen, guckt euch das von Felix Barth an. Ich werde ein bisschen was zu erzählen, was mir persönlich aufgefallen ist und was mir gefällt und was mir nicht ganz so gut gefällt. Also, fangen wir erst einmal an. Die meisten wissen ja, sowohl Vorder- als auch Rückseite ist aus Glas, was ich insgesamt sehr, oder ja nicht nur sehr, das fühlt sich mega wertig an. Und ja, es sieht auch wirklich sehr, sehr gut aus. Ich habe mich hier für die Trooper-Variante entschieden, nämlich vorne schwarz, hinten weiß. Und da kommen wir auch schon zum ersten großen Faktor. Also es ist vorne definitiv immer schwarz wegen des OLED-Displays. Und beim OLED-Display ist es ja so, das haben schon einige probiert, da gab es eigentlich immer wieder Probleme. Und ja, das hier ist wohl das stärkste Smartphone-Display aktuell am Markt. Und ob das jetzt wirklich so ist, das kann ich nicht ganz genau sagen. Mir persönlich gefällt es richtig gut. Ich finde es wirklich herausragend. Gerade wenn man sich einen 4K-Trailer oder sowas anschaut, dann sieht das richtig, richtig gut aus. Wenn man natürlich beim Display ist, dann fällt eine Sache ganz besonders auf, und das ist oben die Notch, wie man sie so schön liebevoll nennt. Ja, also das, das oben eben dieses Stück überbleibt. Dort befindet sich nun mal Face ID und die ganzen Sachen für zum Telefonieren, ja, also die Hörer und so. Es befindet sich alles da oben drin. Das stört sehr, sehr viele. Ich glaube allerdings, stört vor allem die irgendwas suchen, was sie stört. Also mich persönlich stört sie wirklich nicht. Mich hat aber auch, mich haben vorher schon die etwas dickeren Displayränder nicht gestört. Für mich war halt, das Display war halt so, also ist es halt so. Fakt ist, beim Anschauen fällt es einem die erste Zeit auf. Bei mir war es so ungefähr einen halben Tag und danach überschaut das Auge das einfach. Also es fällt nicht mehr wirklich auf. Ganz klar ist aber, die Apps sind ja eigentlich noch nicht wirklich drauf konfiguriert. Die meisten Apps können damit noch nicht umgehen und haben oben und unten immer noch so ein bisschen Platz. Das wird sich aber jetzt in der nächsten Zeit garantiert ändern. Ist jetzt halt so bei noch einem neuen Gerät. Da ist es so, der Vorteil des Displays überwiegt für mich persönlich diesen kleinen Nachteil. Wo wir bei Vorteil überwiegt den Nachteil sind.
ich habe mich von dem iPhone 6 aufs iPhone 7 für die Plus-Variante entschieden. Das heißt, mein iPhone 6 war noch ein normales, das 7er war dann ein Plus. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr viel mit meinem Mobile-Device gearbeitet habe. Das heißt, ich mache ja mittlerweile nahezu alles über mein Smartphone. Ich sortiere meine Termine, ich beantworte Mails, ich verschicke die Bilder über die Cloud, ich verteile die Links und so weiter und so fort. Das mache ich eigentlich fast alles unterwegs und damit auch fast alles über das Smartphone, weil es einfach sehr gut funktioniert. Und deswegen bin ich auch darauf angewiesen, dass ich ein Smartphone habe, was einfach tadellos funktioniert, ohne dass irgendwelche Freezes passieren oder sonstiges. Nun war es aber so, dass ich das Plus deswegen genommen habe, weil einfach E-Mails schreiben und Bilder betrachten oder Texte, also generell alles, was mit Arbeiten, also Texte lesen, schreiben und so weiter, es war nun mal auf einem größeren Display wesentlich komfortabler. Was allerdings immer doof war beim 7 Plus war, dass ich fast nichts mit nur einer Hand machen konnte und das, obwohl ich wirklich große Pranken hatte. Kleine Hilfsmittel gab, ich hatte eine ganze Zeit diesen Pop-Socket, wurde dann eben die zwei Finger drüber geschoben. Dann konntest du das komplette Plus-Handy einfach mit einer Hand besser bedienen. Und da kommen wir zum ersten richtigen Vorteil des iPhone 10 gegenüber des iPhone 7 Plus Modells. Denn wir haben hier zwar fast oder nahezu das gleich große Display wie bei einem Plus-Gerät. Es ist lediglich minimal schmaler, aber in der Höhe sogar größer als das Plus-Display. Ich kann es jetzt zumindest, aber die komplette Fläche mit einem Daumen erreichen. Das heißt also, wir haben hier bei diesem Gerät eigentlich eine nahezu perfekte Symbiose aus diesen zwei Geräten. Wir haben den Vorteil des großen Displays eines Plus-Geräts in einem Gehäuse, das in etwa so groß ist wie die normalen iPhone-Geräte. Das ist schon mal der Riesenvorteil für mich. Also das fühlt sich richtig gut an. Also wie gesagt, Display fühlt sich wertig an. Jetzt stimmt auch noch die Größe. Das macht es einfach richtig gut und sehr komfortabel, damit zu arbeiten. Die nächste große Neuerung ist natürlich Face ID. Das ist wahrscheinlich eins der meist diskutiertesten Themen außerhalb der Notch. Ist die Frage, wie gut funktioniert Face ID? Also ich trage Brille. Bei mir funktioniert die wirklich sehr, sehr gut. Jetzt hört man allerdings immer mal wieder, es wäre sehr langsam. Es wäre wesentlich langsamer als Touch ID. Und da muss man sagen, ja und nein. Denn Touch ID war in diesem Sinne dann schnell, wenn ich es wirklich in der Hosentasche zum Beispiel schon geöffnet habe. Ja, das ging ja, man konnte den Daumen ja schon in der Hosentasche drauflegen, rausholen und hatte das Handy einfach schon entsperrt. Jetzt allerdings in den Vergleichen, was mich da so ein bisschen stört, ist, dass die Leute einfach das Handy hochnehmen, schauen drauf, warten, bis sich das Schloss öffnet und zwischen dann nach oben. Und ja, das dauert wirklich sehr lange. Aber in der Regel kannst du eigentlich das Handy hochnehmen, kannst swipen und dieses Öffnen des Schlosses, das funktioniert nun mal im Hintergrund, während man schon nach oben swipet. Also das sind wirklich Millisekunden und da muss ich sagen, dann ist es mir egal. Also ich möchte mich nicht jetzt von meinem Handy hetzen lassen, damit es noch schneller geht und bla und plupp. Ja, natürlich, von mir aus. Ja. Fakt ist aber, mich hat bisher Face ID weniger im Stich gelassen als Touch ID. Denn gerade wenn man im Sport ist zum Beispiel oder gerade frisch geduscht hat oder es draußen saukalt ist, dann immer funktionierte Touch ID nicht. Natürlich, mir persönlich hätte es im Moment immer noch gut gefallen, wenn auf der Rückseite ebenfalls ein Touch ID gewesen wäre, einfach für den Fall der Fälle. Jetzt kommt der Winter, man wird vielleicht auch mal einen Schal vorm Gesicht tragen. Dann wird es wahrscheinlich nicht wirklich gut funktionieren. Wahrscheinlich, noch weiß ich es nicht, wird sich herausstellen. Bisher ist es allerdings so, dass Face ID wirklich ausnahmslos gut funktioniert. Ein weiteres nettes Gadget, was ich nicht verstehe, warum es nicht die anderen Geräte ebenfalls haben, das ist, bisher machte man die Screenshots ja so, dass man rechts auf den Ausschalter gedrückt hatte und auf den Home-Button beides gleichzeitig. Das heißt, man hat zwei Hände gebraucht für einen Screenshot. Das ist nun mittlerweile weg, jetzt wird so gescreenshottet, indem man einfach beide zusammendrückt. Sowohl lauter, also entweder ein lauter oder ein leiser Button plus diesen Ausschalter, beide gleichzeitig. Das funktioniert mit einer Hand wirklich hervorragend. Das heißt, dieses Handy oder dieses Smartphone ist jetzt wirklich irre gut mit einer Hand zu bedienen. Was mir noch aufgefallen ist, vielleicht ist es aber auch mega subjektiv, alle meine Fremdgeräte, die mit Bluetooth funktionieren, funktionieren hier beim iPhone 10 wesentlich schneller als mit meinem 7 Plus.
Gerade so die Geschichte mit dem Auto, ins Auto setzen, ja, Motor anmachen, das hat vorher immer so eine ja, halbe Minute ungefähr gedauert oder vielleicht auch eine Minute, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich habe es nie gestoppt, bis wirklich das Smartphone und das Auto miteinander verbunden waren. Das wird auch von Auto zu Auto unterschiedlich sein. Bei meiner Frau geht das schon wesentlich schneller, die hat ein etwas neueres Modell als ich. Ich glaube, ein halbes Jahr jünger oder so, das hat es dann schon gebracht vom Bordcomputer her. Ja, also das kann jetzt mega subjektiv sein. Bei mir ist es jetzt einfach nur so, dass die Geräte sehr, sehr schnell miteinander sich koppeln. AirPods und so weiter funktioniert alles immer noch sehr gut. Auch ausnahmslos und völlig problemlos. Backup wurde auch wieder einfach so in die Cloud erstellt und aus der ja, das iPhone 10 aus dem iPhone 7 quasi sich herzustellen, funktioniert auch wieder, indem man einfach die Smartphones nebeneinander legt. Kennt man aber, funktioniert auch vom 6er auf 7er. Ist sehr geil, kostet keine Arbeit, funktioniert irre schnell, ist sehr gut. Also für mich persönlich als iPhone-User ist es wirklich ein sehr gutes Smartphone. Wahrscheinlich ist das 8er nur minder schlechter, wenn überhaupt. Wahrscheinlich hat man da einfach nur eben das wesentlich bessere Display jetzt beim 10er. Das heißt, jeder, der auf dieses große Display verzichten kann, der wird wahrscheinlich auch mit dem 8er sehr, sehr zufrieden sein. Für mich lohnt sich's. Das muss halt jeder für sich entscheiden. Und da kommen wir einfach auch zum Punkt des Preises. Alles meckert eigentlich darüber, wie teuer dieses Smartphone ist. Und da muss ich sagen, ist mir vollkommen egal. Nicht, weil ich jetzt hier so im Geld rumschwimme, was ich natürlich tue. Aber ich kann mich eigentlich wirklich nur schwer damit anfreunden, über ein Produkt herzuziehen, wie teuer es ist. Das ist denn jede Firma, genauso wie jeder Dienstleister, kann nun mal sein Produkt so verkaufen, wie er es möchte. Jeder kann den Preis so ansetzen, wie er es möchte, und solange er es verkauft, ist alles top. Wir blicken auch in viele Sachen überhaupt nicht rein. Ja, wir sehen vielleicht die Produktionskosten, die werden dann veröffentlicht, aber wir sehen dann nicht die Forschungskosten oder sonstiges. Ich habe keine Ahnung. Es ist mir, wie gesagt, es ist mir völlig egal. In dem Moment, wo eine Firma einfach einen Preis für sein Produkt nennt, und dann muss ich einfach für mich entscheiden, ist es mir das wert oder nicht. Ich muss sagen, ja, mir ist es das wert, denn wie gesagt, es ist das Gerät, was ich am häufigsten über den Tag verteilt nutze. Wesentlich häufiger als mein Rechner, und der hat sogar mehr gekostet. Wesentlich häufiger als meine Kameras, und die haben ja zehnfach gekostet. Nee, sogar noch mehr. Und also wie gesagt, mir persönlich war es jetzt nicht so teuer. Ich finde das Gerät sehr cool. Ich finde, es ist die perfekte Symbiose aus meinem Plus-Gerät und dem gewollten oder der gewollten Normalgröße. Ich war spätestens nach einem halben Tag, war es ja in Fleisch und Blut übergegangen, keinen Home-Button mehr zu haben, sondern von unten nach oben zu swipen. Auch das Kontrollmenü und so weiter, das geht alles richtig gut, ist alles mega geil, und in diesem Sinne, mir gefällt's. Aber wahrscheinlich gibt's sowas auch von Samsung, ist mir völligst egal. Ich denke, für alle, die irgendwie noch so ein bisschen auf der Kippe standen, ob sie jetzt wechseln sollen oder nicht, für die ist es vielleicht eine Hilfe. Also ich muss ganz klar sagen, ich muss jetzt nicht unbedingt, oder ich hätte jetzt nicht unbedingt von meinem 7er wechseln müssen, weil das Gerät irgendwie veraltet war, sondern einfach, weil ich ein neues haben wollte. Ich wollte das iPhone 10 haben, mir gefällt das, und bin jetzt auch nicht im Nachhinein enttäuscht darüber, was es kann, sondern muss sagen, ja, es gefällt mir sehr gut, es ist mega schnell. Und ja, in diesem Sinne, wie gesagt, muss halt jeder für sich entscheiden. Und generell dieses Markengebäche ist eh doof. Und jetzt, wie gesagt, für alle, die wesentlich fundierteres Wissen haben wollen, rund um dieses Gerät, für den einfach unten das Felix Bar Video sich anschauen, ist sehr gut produziert, hat er sich richtig viel Mühe gegeben. Und ich würde jetzt sagen, wir machen hier einfach Schluss. Und ich sage tschüss, auf Wiedersehen. Würde mich freuen, wenn er dennoch was kommentiert, auch wenn es kein Markenbashing ist, gefällt mir gibt oder einen Daumen nach oben, die Glocke drückt, wie auch immer. Alles das wäre sehr, sehr cool. In den nächsten Tagen wird es wahrscheinlich, oder jetzt in den nächsten Wochen wird es wahrscheinlich so sein, dass die Vlogs nicht mehr daily sein werden, was sie ja jetzt sowieso in der letzten Zeit schon nicht mehr ganz so waren. Ich werde so vloggen, wie einfach was passiert. Jetzt befinden wir uns in der Offseason, ich werde jetzt viel an der Homepage machen. Von daher entscheide ich das täglich, ob ich jetzt vlogge oder nicht. Es soll aber definitiv mehrmals die Woche was kommen, aber vielleicht nicht mehr jeden Tag und zumindest nicht so lange, bis wieder richtig viel passiert. Und deswegen, mich würde es freuen, wenn ihr trotzdem da seid, und gerade damit ihr dann nichts verpasst, wäre es cool, wenn ihr diese Glocke drückt, dann bekommt ihr es auch mit, wenn wieder ein neues Video hochgeladen ist. In diesem Sinne, ich würde sagen, ciao, tschüss, gute Nacht und bis bald.
Musik.